Bereits am Donnerstagabend stand für die Offenbacher Kickers das nächste Spiel in der Regionalliga Südwest auf dem Programm. Die Mannschaft von Trainer Rico Schmidt war dieses Mal bei der zweiten Mannschaft der TSG 1899 Hoffenheim zu Gast. Die noch punktlosen Hoffenheimer mit Trainer Thomas Krücken waren motiviert, endlich die ersten Zähler einzufahren und veränderten ihre Aufstellung gleich auf mehreren Positionen im Vergleich zu ihren bisherigen Partien. Wie auch schon bei den vergangenen Spielen konnte sich der OFC voll auf die Unterstützung seiner Fans verlassen. Über 1500 reisten mit in den Kraichgau. Die Offenbacher traten trotz des 0:0 am vergangenen Samstag gegen Worms wieder mit derselben Startelf an und waren quasi in Bestbesetzung. Trainer Rico Schmidt war vor dem Spiel dementsprechend optimistisch. Hinein in die Partie. Für den ersten Angriff sorgten die Hoffenheimer. Connor Krampicki schickte Kingsley Schindler, der verfehlte das Ziel aber weit. Nur kurze Zeit später kamen auch die Offenbacher zu ihrer ersten Gelegenheit. Nach Abschlag von Hoffenheims Keeper Tim Paterok landet der Ball im Getümmel irgendwie bei Kevin Wittke. Der marschiert schön über rechts, setzte sich gegen Fabian Auperle durch, flankt den Ball in die Mitte und da steht Fabian Becker, der es mit einer schönen Flugkopfballeinlage probiert, aber knapp scheiterte. Die 13. Minute. Matthias Schwarz gewinnt den Zweikampf gegen Fabian Hürzeler. Der wechselt schnell in die Offensive. Doppelpass mit Becker. Schwarz schickt wiederum Mangafik. Er flankt von der linken Seite auf Becker und der lenkt den Ball über den rechten Innenpfosten ins Tor. 1:0 für die Kickers. Die OFC-Anhänger feierten die Führung ausgiebig. Offenbach war bei Ballbesitz kaum zu stoppen. Čapek stürmt auf das Tor zu, schließt aber zu früh ab und stellt Hoffenheims Torwart Paterok so vor keine größeren Probleme. Nach längerer Pause schließlich wieder eine Hoffenheimer Offensivaktion. Kingsley Schindler sucht Connor Krampicki, der kann den Ball aber nicht richtig kontrollieren und setzt ihn rechts neben das Tor. Wenige Minuten später. Die Kickers nahmen ein wenig Luft raus. Der hohe Ball landet bei Apuscia, der zieht schön per Volley ab. Der Schuss geht aber genau in die Arme von Kickers Torwart Endres. Wir befinden uns bereits kurz vor der Pause. Der OFC kombiniert schön über Meier, Wittek und Čapek. Anschließend flankt Mangafik auf Schwarz, dessen Schuss aus 16 Metern aber abgeblockt wird. Dann war Pause. Die Offenbacher Kickers waren in der ersten Hälfte klar spielbestimmend. Trainer Rico Schmidt nutzte die Zeit, um noch die ein oder andere taktische Anweisung zu geben. Rein in die zweite Hälfte. Die Partie plätscherte zunächst ein wenig dahin. Die 60. Minute. Mal wieder ein Angriff der Kickers. Mangafik wird geschickt von Čapek. Wird erst geblockt, reagiert jedoch blitzschnell, passt nach links zum mitgelaufenen Schulte, der schießt und trifft ins leere Tor. Was für ein schön ausgespielter Treffer. Riesenjubel auch bei den über 1500 OFC-Fans. Auch Rico Schmidt war zufrieden, Daumen hoch.
8 Minuten später. Schneller Konter über Kevin Wittke, der es im Alleingang mit einem Heber versucht. Doch Paterok lässt sich nicht beirren und fischt den Ball problemlos herunter. Die Hoffenheimer taten sich schwer, gaben sich dennoch nicht geschlagen und probierten es wie hier über Schindler und Ludwig, der aber im Abseits stand. Wir gehen schon in die Schlussphase. Nach einem misslungenen Einwurf in die Abwehrreihen der TSG landet der Ball vor den Füßen von Schindler. Der zieht direkt ab, sein Schuss geht aber neben das Tor. Die 88. Minute. Ein schneller Konter von Seiten der Hoffenheimer mit einem schönen Dribbling vom eingewechselten Guyon, welcher den ebenfalls eingewechselten Rico Wensch bedient. Der versucht, den Ball in die Mitte zu spielen, doch Jan Biedl rettet in höchster Not für den OFC und hielt die Null. Dann war Schluss, die Kickers feiern den zweiten Saisonsieg im dritten Saisonspiel mit den Fans und die zumindest vorübergehende Tabellenführung. Auch Kickers Trainer Rico Schmidt ließ es sich nicht nehmen und stimmte sogar die OFC-Anhänger an. Insgesamt zog er ein sehr positives Fazit und war hochzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Wir sind sehr, sehr gut reingekommen ins Spiel, haben das Spiel, die Spielinitiative an uns gerissen. Das war so unsere Idee, auch mit den kleinen taktischen Ideen, mit sofort zwei Spitzen zu spielen, dort den Gegner auch ein Stück zu überraschen, und das ist uns gelungen. In Führung gegangen und trotzdem weiter auch das Spiel für uns nutzen können. Viele Balleroberungen, auch schon im Spielaufbau beim Gegner. Einzige fürs Fazit der ersten Halbzeit, ein Tor zu wenig geschossen bei dem Chancenverhältnis, was es gab. In zweiter Halbzeit weiter auch den Druck oben gehalten, bis ich in den Zweikämpfen gewesen. Die Hoffenheimer haben mehr riskiert, versucht wieder diesen Rückstand aufzuholen. Hat man gesehen, spielstarke Mannschaft. Und mit dem 2-0 konnte man das dann ein Stück weit mehr in den Griff kriegen und verdient er sie. Doch auch sein Gegenüber, Hoffenheims Trainer Thomas Krücken, fand trotz der dritten Niederlage im dritten Spiel noch positive Aspekte im Spiel seiner Mannschaft. Wir haben heute gegen eine sehr starke Offenbacher Mannschaft gespielt, die ja, wenig zugelassen hat, die sehr kompakt hier aufgetreten ist und die sicherlich deutlich reifer Fußball gespielt hat, als das wir heute getan haben. Wir haben eine sehr junge Mannschaft, das wussten wir vorher, dass das ein großer Unterschied für die Spieler ist, A-Jugend zu spielen oder jetzt hier gegen eine Männermannschaft. Das hat man heute in vielen Phasen des Spiels gesehen. Wir sind auf einem Weg. Ich habe in vielen Phasen des Spiels deutliche Verbesserungen gegenüber den ersten Spielen ausmachen können. Und da werden wir weiter daran arbeiten und sind davon überzeugt, dass wir zeitnah uns auch dafür belohnen.